Drei Auslosungsgegenstände, kurz und knapp vorgestellt, die günstig sind und sich für jeden lohnen. Du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Algo und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem mittlerweile 15. Flotten-Dreier. Bevor das Video beginnt, schreibe gerne unten in die Kommentarsektion deine neuesten Funde im Bereich günstiger Ausrüstung. Ich bin sicher, dort findet jeder etwas. Erster Gegenstand heute ist meine Lieblings-EDC-Taschenlampe, die U-Torch UT01 Cree Flashlight für ungefähr 15 Euro. Bei Abmaßen mit einer Länge von 8,4 cm, mal einer Breite von 1,9 cm wiegt sie mit Batterie 65 Gramm und verfügt über 7 Modi. 4 normale Lichtmodi von Low mit 2 Lumen bis High mit 400 Lumen und 3 Blink-Modi. Bedient wird sie über einen sehr angenehm anfühlenden Frontknopf mit Memory-Funktion und Schnellfunktion. Beim Gedrückthalten des Knopfes kommt man automatisch in den High-Modus bzw. schaltet die Lampe aus. Betrieben wird die Lampe über eine AA-Batterie. Großer Pluspunkt, wie ich finde. Sie kann aber auch mit einem 14.5 Akku betrieben werden und hat dann erhöhte Lumenwerte. Die Lampe hat einen Hosenclip, der stabil wirkt dabei und ein Lanyard für mittelgroße Hände. Meine 12 geht zwar noch, findet es aber nicht ganz so angenehm. Die U-Torch ist wasserdicht nach IPX8 Standard, also knapp 2 Meter tief. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und im matten Schwarz gehalten. Ein Ersatzdichtungsring liegt bei. Ich benutze diese Lampe so gerne, weil sie verschiedene Dinge vereint, die mir wichtig sind. Sie hat einen stabilen Clip mit angenehmem Druckknopf für verschiedene Modi und es ist auch noch ein Low-Modi dabei. So muss man nicht immer die Lampe voll laufen lassen, wenn man etwas Kleines im Rucksack sucht. Betrieben wird sie mit einer handelsüblichen AA-Batterie, von denen jeder irgendwo eine rumliegen hat und das zu einem sehr geringen Gewicht mit der Fähigkeit der Wasserdichte. Ein kleiner netter Helfer, der es in mein EDC geschafft hat. Zu beziehen über Gearbest, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Für alle, die nicht gerne aus China bestellen, habe ich eine Lampe ähnlicher Qualität bei Amazon verlinkt. Als zweites will ich euch eine kleine Neuerschaffung aus dem Küchenelektronikbereich zeigen. Die Amir digitale Küchenwaage für knapp 15 Euro, die man auch gut für Outdoor-Ausrüstung benutzen kann. Sie ist 18 x 14 x 1,5 cm groß und wiegt dabei 281 Gramm. Betrieben wird sie mit zwei mitgelieferten AAA-Batterien. 4 rutschfeste Standfüße unten und ein Look vom gekämmten Metall zeichnen sie ebenfalls aus. Das muss ich an dieser Stelle sagen, die Waage geht allerdings nur bis 5 Kilo, bei der Größe aber absolut nachvollziehbar und in den meisten Fällen braucht man bei Outdoor-Ausrüstung auch nicht eine Anzeige über 5 Kilo. Der linke Schalter ist für On-Off und zum Zurücksetzen des Gewichts auf 0, um so Zusatzgewicht beim Einfüllen messen zu können. Rechts kann man durch verschiedene Messeinheiten durchswitchen. Das habe ich aber bisher noch nie benutzt, denn ich wollte einfach eine digitale Waage, mit der ich das Gewicht von meinem Zeltsack oder meinem Messer nachprüfen kann, für wenig Geld. Das habe ich bekommen. Die Waage tut, was sie soll und leistet, seitdem ich sie gekauft habe, einen guten Dienst in meinem Outdoor-Lager. Diesen Ausrüstungsgegenstand gibt es bei Amazon mit über 1000 Bewertungen bei einem Durchschnitt von 4,5 Sternen. Den Link bekommt ihr in der Beschreibung. Als letztes für heute in Tradition der letzten zwei Flottendreier ein kleiner Helfer für alle Bastel- und Do-It-Yourself-Projekte. Schaut an dieser Stelle gern mal auf mein letztes Bushcraft-Video, wo ich euch gezeigt habe, wie man einen Becher schnitzen kann. Der Textilkleber HT2 von Gütermann. Eine kleine Dosis Textilkleber von 30 Gramm für knapp 8 Euro. Vor einem Jahr gekauft und noch ist sie nicht leer. Denn schon wenig davon hilft viel. Unter anderem habe ich damit meine Patches an meiner Jacke befestigt, meine Jackentasche, wenn sie gerissen ist, wieder befestigt und kleine Bastelprojekte wie ein Zunderbeutel damit erstellt. Zur Benutzung würde ich empfehlen, den Kleber großzügig aufzutragen und dann mit schweren Büchern und ähnlichen eine Weile wirken zu lassen. Danach kleben zwei Textile sehr gut aneinander und man kann sie wieder gut benutzen. Sehr praktisch für Leute wie mich, die des Nähens nicht mächtig sind oder um für zusätzlichen Halt zu sorgen und dann nachzunähen. Seid ihr des Nähens mächtig? Schreibt eure Tipps gerne in die Kommentare und helft so anderen Nichtnähern.
Ich hoffe, der 15. Flotte Dreier hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Hier findest du jetzt zwei weitere Videos, die sich ebenfalls mit günstiger Ausrüstung beschäftigen. Einfach mal draufklicken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich auf diesen Button hier und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.